Eines der wichtigsten Themen auf der Messe ist natürlich Energieeffizienz. Wie wichtig sind denn da die Baustoffe? Was können die Baustoffe oder müssen die Baustoffe zu dem Thema beitragen? Baustoffe haben die wesentliche Funktion, dass sie mal die Tragfähigkeit für das Gebäude erfüllen müssen. Heutzutage ist aber immer mehr die Wärmedämmung wichtig, Energieeffizienz. Wir sind hier auf der Energiesparmesse in Wels und hier hat Ytong einen besonders hoch wärmedämmenden Dämmstoff, den Ytong Thermoblock. Und den gibt es bis 50 cm Wanddicke und erreicht dann einen U-Wert von 0,17. Das heißt, das ist schon ein sehr guter Niedrigenergie, niedrigste Energiehausstandard. Mit der Mineraldämmplatte, die im Wesentlichen aus den gleichen Rohstoffen besteht wie Ytong, bekommt man einen U-Wert bis 0,12, 0,13, je nachdem, wie dick man dann dämmt. Und das ist schon Passivhausstandard. Diese Mineraldämmplatte ist aber darüber hinaus sehr universell einsetzbar, auch in anderen Bereichen. Man kann sie als Innendämmung verwenden. Man kann sie auf alten Mauerwerk bei Gebäuden, die von außen nicht gedämmt werden können oder dürfen. Sie ist auch dampfdiffusionsoffen, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, wenn eben ein Überschuss besteht. Das heißt, sie reguliert auch das Raumklima von der Seite her. Bei diesem Wandaufbau sehen wir die Kombination aus Ytong und der Mineraldämmplatte. Diese beiden Bau- und Dämmstoffe bestehen im Wesentlichen aus den gleichen Rohstoffen. Die Dämmplatte ist noch höher porosiert, das heißt, sie dämmt auch besser, sie dämmt doppelt so gut wie dieses Ytong-Produkt. Und wenn man diese beiden Baustoffe kombiniert, erhält man den U-Wert, der für ein Passivhaus notwendig ist. Das heißt, es ist ein sehr hoher Dämmwert bei gleichzeitig massiv mineralischem Wandaufbau mit all seinen Vorteilen, dass man eben einen hohen sommerlichen Wärmeschutz hat und auch einen guten Wärmeschutz im Winter natürlich hat.